Kapitel 12. Definitiv keiner von unseren Kleidern, Kerl. Sieh mal, ich weiß, warum du glaubst, ich sollte nicht wissen, was deine Jungs anstellen. Aber irgendjemand wird bemerken, dass ihr eure Leute in der Luft habt. Und die CSK auch. Also, was willst du, dass ich ihnen erzähle? Captain Jarle Obrim zu Karls Gerata. Einsatzzentrale Kebusut, 1600, 380 Tage nach Geonosis. Seid ihr sicher, dass euch niemand gefolgt ist? Fragte Skirata ruhig. Die Mitglieder des Angriffsteams hatten sich bis auf Ordo im Hauptraum versammelt und sich hingesetzt, wo sie gerade Platz gefunden hatten. Für einen Augenblick war Skirata von der Art und Weise irritiert, in der sich Damen und Ethan hingesetzt hatten, aber im Augenblick standen wichtigere Dinge an. Er beruhigte sich nun auch wieder. Wache Rot war sicher zurück. Jussik nahm seine Standpauke erwartungsgemäß hin wie ein Mann. Ich bin sicher, Kerl. Ich habe es gefühlt. Hey, komm mir nicht mit der Mystiknummer. Hast du alles vorschriftsmäßig gemacht? Gib mir was Handfestes. Ich bin nicht auf dem direkten Weg zurückgekehrt. Ich bin mehrere Schleifen geflogen. Nichts. Es gab keinen Grund, sie anzubrüllen. Skirata wusste, dass er wahrscheinlich dasselbe getan hätte. Es war einfach, über genaue Überwachung und sorgfältige Planung zu reden, bevor man eine Bedrohung anging. Aber wenn einem ein echt reifes Ziel direkt vor den Lauf kam... Nein, er hätte dasselbe getan. Und abgesehen davon war er wirklich erleichtert, dass sie es in einem Stück zurückgeschafft hatten. In Ordnung. Für heute ist die Überwachung beendet. Wir wechseln die Fahrzeuge wieder und stellen Verteidigungswachen auf. Nur für den Fall, dass die Macht Badika getäuscht hat und wir jetzt einen Haufen schwerer Jungs am Hacken haben. Inaka macht einen zweiten Standort ausfindig, an den wir uns zurückziehen können, wenn dieser Ort hier gefährdet ist. Jussik sah niedergeschlagen aus. Es tut mir leid, Kerl. Du hattest nicht das Kommando. Ich hätte dafür sorgen sollen, dass du für diese Sache bereit bist. Skirata wandte sich jetzt an Fai und Seth. Fai wirkte geknickt, Seth dagegen wie die Unverschämtheit in Person. Und was habt ihr zwei zu eurer Verteidigung zu sagen? Es wird nicht wieder vorkommen. Fai blickte zu Jussik. Außerdem waren ich und Seth diejenigen, die entschieden haben, zuzuschlagen. Wenn Barda nicht mit seinen Flugkünsten eingegriffen hätte, wären wir jetzt alle tot und die Operation wäre vorbei. Und du, Seth? Seth drehte seinen Kopf bedächtig zur Seite. Wie er gesagt hat. Sohn, ich weiß, du denkst, du bist ein harter Brocken, weil du Valon V überlebt hast. Und wahrscheinlich bist du das auch. Aber bei Antiterror-Einsätzen braucht es das hier. Skirata ging zu ihm hinüber und klopfte mit seinen Fingerknischeln so hart gegen seinen Kopf, dass ein deutliches Tock der Knochen zu hören war. Wenn du nur mal 2 Minuten nachgedacht hättest, dann hättest du die Identifizierung an uns weiterleiten können und wir hätten eine ordentliche Überwachung planen können. Jetzt haben wir noch einen Gefangenen, plus einen Haufen Toter und wir müssen erklären, weshalb eine Angestellte der GEA so schnell nicht wieder zur Arbeit erscheint. Denn wenn sie nicht alleine gearbeitet hat, wird irgendein Dekut merken, dass sie abwesend ist. Hab ich irgendwas vergessen? Niner sah auf, die Arme verschränkt. Ja, wer hilft jetzt V? Er wird alle Hände voll zu tun haben. Inaka, Wookies können ziemlich nachdrücklich wirken. Boss war in den letzten 10 Tagen bemerkenswert still gewesen. Er hatte seine Schichten abgeleistet, ohne zu klagen, und nichts von der angeberischen Selbstsicherheit gezeigt, für die die Delta-Jungs so bekannt waren. Jetzt tritt er langsam und nachdenklich am Fenster auf und ab und blickte nur gelegentlich zu Niner. Skirata fragte sich, ob es der Verlust seiner Rolle als Sergeant war, der ihm zu schaffen machte. Die Blase können wir gleich ausstechen. Möchtest du etwas sagen, Boss? Bei allem Respekt, Kerl, aber wir haben unterschiedliche Herangehensweisen, nicht wahr? Spuck's aus! Delta führt schnelle Neutralisierungen durch. Omega mehr den planmäßigen Kram. Warum nicht unsere Aufgabenstellung danach einteilen? Ausnahmsweise bist ja sonst so kompromisslose Niner an. Genau, ihr jagt alles unkontrolliert hoch und wir denken erstmal nach. Ich stimme deiner Analyse vollständig zu, Nervut. Also, wir können eine erstklassige Liste erfolgreicher Missionen vorweisen. Als ob wir das nicht könnten. Du sagst es. Skirata schaffte es nicht rechtzeitig, den Raum zu durchqueren und schon hat Niner Boss ohne jede Vorwarnung mit aller Kraft gegen die Wand gedrückt. Hätte Skirata nicht ausgeschrien, hätte Niner seine erhobene Faust in Boss' Gesicht geknallt. Die beiden Männer standen sich beinahe Nase an Nase gegenüber. Ein starres Patt. Damit ist sofort Schluss.
bellte Skirata. Habt ihr verstanden? Auseinander! Er hatte noch nie erlebt, dass Naina so reagierte. Die Soldaten gerieten immer wieder mal untereinander in die Wolle. Das war ein unausweichlicher Nebeneffekt, weil man zum Kämpfen angespornt wurde. Manchmal flogen dabei auch die Fäuste, aber es war selten etwas Ernstes. Sie ließen nur ein wenig die Muskeln spielen, aber nicht so seine Jungs. Und Naina erst recht nicht. Egal wie tief versteckt, in jedem Mann gab es einen Schalter, der umgelegt werden konnte. Du hast noch nie Brüder verloren. Naina trat widerwillig einen Schritt zurück. Noch nie. Du hast keine Ahnung. Hast du dich schon mal gefragt, warum? Sagte Boss. Das reicht. Skirata ging mit einem Arm zwischen sie. Der Nächste, der den Mund aufmacht, fängt sich eine von mir ein. Verstanden? Es war jener kurze Augenblick, in dem eine Schlägerei explodierte oder sich verlor. Und Skirata war sich insgeheim nicht sicher, ob er es drauf haben würde, die beiden größeren, stärkeren und fitteren Männer auseinanderzubringen. Aber Naina murmelte, jawohl, Sarge, und setzte sich auf einen Stuhl am anderen Ende des Zimmers, das Gesicht kreidebleich vor Wut. Boss hielt inne, dann ging er zu ihm hinüber und streckte ihm versöhnlich die Hand hin. Entschuldigung, Herr Wut. Naina sah ihn nur an, ohne mit der Wimper zu zucken. Dann ergriff er Boss' Hand und schüttelte sie, obwohl er mit dem Kopf eindeutig woanders war. Und Skirata wusste genau wo. Manche Wunden heilte die Zeit nie. Naina hat auf Geonosis einen anderen Seth verloren, dazu Didi und Ufor. Und während der Ausbildung hatte er O8 verloren. Republic Commandos vergaßen niemals die Brüder, mit denen sie nach der Abfertigung in einem Sprung aufgewachsen waren. Bei Delta war der Sprung noch vollständig. Für sie war die Welt eine andere. Sie glaubten, sie wären unbesiegbar und dass der Tod nur anderen widerfuhr. Ich denke, wir sollten erst einmal die Füße stillhalten, sagte Skirata, dem das Herz für Naina blutete. Er war der Meinung, näher als diese Schwadronen könne man einem Sprung nicht kommen, und dennoch hegten sie ihren Verlust. Delta, ihr macht euch auf und geht nach unten etwas essen. Um 1900 meldet ihr euch zurück. Wenn sie zurück sind, zieht ihr los, Omega. Vielleicht fühlen wir uns mit vollem Bauch alle etwas besser. Es gab überhaupt keinen Grund, diese Sache in einen Wettstreit zwischen den Schwadronen ausarten zu lassen. Aber sie untereinander zu vermischen, hatte auch nicht gerade geholfen. Skirata sah zu, wie die Deltas in Richtung Turbolift abzogen. Es würde etwas mehr als nur eine Mahlzeit brauchen, um sie auf andere Gedanken zu bringen. Aber meistens funktionierte es. Geht es uns allen gut? Etin sah von seinem Datenblock auf, den er gerade ausschlachtete. Sachen auseinanderzunehmen schien ihn glücklich zu machen. Uns geht's gut, Sarge. Entschuldigung, ich mag es nur nicht, dich Kerl zu nennen. Außer in der Öffentlichkeit natürlich. Schon in Ordnung, Sohn. Skirata setzte sich und achtete dabei darauf, dass er Damen sehen und unauffällig einschätzen konnte. Da lag irgendetwas in der Art, wie er sich auf seinem Platz leicht zu Ethan gewandt hielt. Und sie hatte sehr viel mehr Augenkontakt mit ihm als sonst. Skirata fragte sich, warum es ihm nicht schon vorher aufgefallen war und wann es passiert war. Falls er recht haben sollte, es war schlecht für die Disziplin, einem Offizier und einem gemeinen Soldaten eine Beziehung durchgehen zu lassen. Auf der anderen Seite war Ethan kein Offizier und Damen hatte es sich nie ausgesucht, eingezogen zu werden. Das Risiko bestand eher darin, wie Damen damit umgehen würde und wie stehengelassen sich seine Brüder fühlen würden. Jetzt, da sie in einer Welt waren, in der jeder, der keine Rüstung trug, die Freiheit besaß, zu lieben. Skirata stand auf und humpelte zu Ethan hinüber. Kommen Sie, erklären Sie mir ein paar von diesen Jedi-Sachen, sagte er leise. Ich würde ja Bartika fragen, aber er steht gerade in Ungnade. Er zwinkerte Yusik zu, um klarzumachen, dass er nur Spaß machte. Der Junge nahm seine Scherze oftmals viel zu ernst. Draußen. Es war keineswegs subtil, aber Daumen schien offensichtlich zu denken, dass niemand bemerkt hätte, was zwischen ihnen vorging. Wahrscheinlich glaubte er, Skirata wolle mit Ethan die fragwürdigen Aspekte des Verhörs besprechen. Skirata setzte sich neben Ethan auf die wackelige Bank an der Mauer der Landeplattform. Es war spät am Nachmittag und die Luft roch nach heißen Gleitertriebwerken und dem süßlich schweren Duft einer einsamen Meilerranke, die in einer Ritze im Permakret Wurzeln geschlagen hatte. Ethan faltete ihre Hände im Schoß ihrer blassblauen Tunika. Ohne die gedeckte braune Robe sah sie überhaupt nicht wie eine Jedi aus. Sie und Damen, sagte Skirata vorsichtig. Sie schloss für eine Sekunde die Augen.
Er hat es Ihnen also gesagt. Ich nehme an, er sagt Ihnen alles. Nein, nicht ein Wort. Aber ich bin nicht blöd. Es war erstaunlich, wie einfach einem die Leute Dinge erzählten, ohne dass man auch nur eine Frage gestellt hatte. Vielleicht wollte sie ja, dass alle es wissen. Aber darum nicht, wie es schien. Und es stand ihm zu, das bisschen Privatleben zu hüten, das ihm blieb. Ich habe das Gerede der Schwadronen nach Kilura gehört. Wollen Sie mir sagen, ich solle es beenden? Nein, ich frage Sie, wohin es führen soll. Werden Sie ihm sagen, er solle es beenden? Nicht, wenn Sie ihn glücklich machen. Skirata ging vorsichtig vor, aber er wusste genau, wo er die Grenzen ziehen und wessen Interessen er an erster Stelle setzen würde. Krieg hin oder her. Sehen Sie, so viel weiß ich über Jedi. Ihr dürft nicht lieben. Wir sollten es nicht, aber manchmal tun wir es. Ich tue es. Dann ist es Ihnen also ernst mit ihm. Ich habe nach Kilura niemals aufgehört, an ihn zu denken. Haben Sie das auch wirklich zu Ende gedacht? Dass ich ihn überleben werde. Frauen überleben ihre Männer andauernd. Dass man mich aus dem Jedi-Orden schmeißt. Wenn das der Preis ist, zahle ich ihn gern. Ethain, er ist verwundbarer, als Sie denken. Er ist ein ausgewachsener Mann und er ist eine Tötungsmaschine. Aber er ist auch ein Kind. Tränen wegen einer Freundin können gefährlich ablenken für ihn und die ganze Schwadron sein. Das weiß ich. Ich hasse es zu sehen, wenn er benutzt wird. Wenn Sie mit dieser Sache also weitermachen wollen, dann sollten Sie auch wirklich dahinter stehen. Er machte eine Pause, um sicherzugehen, dass sie ihn auch verstand. Sie wissen, dass ich ihn beschützen werde, egal was kommen mag, oder? Ethain öffnete die Lippen und ihre Wangen sahen plötzlich rosig aus. Ich will, dass er glücklich ist, Kerl. Ich würde ihn niemals benutzen. Nun, ich bin froh, dass wir uns einig sind. Für das Bedrohen eines Jedi-Generals hätte man wohl vor das Kriegsgericht gestellt werden können. Aber Skirata war das egal. Damen und seine letzten verbliebenen Söhne gingen vor. Vor eine liebenswerte junge Jedi, sogar vor sein eigenes Leben. Und ganz bestimmt auch vor die politischen Interessen der Republik. Es war eine Frage der Ehre und der Liebe. Aber Ethain würde Damens Leben ein wenig Trost und Zärtlichkeit verleihen, die ihn durch diese unvermeidlichen, finsteren Tage vor ihnen führen würde. Tage, die für ihn und seine Brüder bereits schon gezählt waren. Skirata würde nur die Verhältnisse im Auge behalten müssen. Dann mach ihn glücklich, Adika, sagte er. Mach ihn einfach nur glücklich.